Herzlich willkommen zu Ark Aberration mit dem Felix. Hey ho! Wir spielen Ark mit dem DLC und zwar kennen wir beide, also der Felix und ich, das schon von früher, weil wir haben mal Ark Normal Survival Evolved eben gespielt, wo es auch noch in der frühen Beta war und auch Alpha, glaube ich, haben wir ein bisschen gespielt. Genau. Jetzt gibt es ein DLC oder schon länger quasi und wir wollen uns das erste Mal anschauen, haben noch nichts gesehen außer den Trailer. Und sind jetzt hier im Startbildschirm mit der Spawn-Region und wir entscheiden jetzt einfach mal, wo wir spawnen wollen. Ja, ist die Frage. Wahrscheinlich erstmal easy, würde ich mal behaupten. Ja, schau mal, zwischen Portal, Easiest und ich habe schon mal rumgeklickt da, nämlich Edge ist für kein großer Unterschied. Also, okay. Weil Edge 4 ist ziemlich nah an dem Easiest Portal. Keine Ahnung, irgendwie. Es scheint dort ein bisschen kompakter zu sein. Ja, ich glaube, die Sicherheit auch nicht ganz so groß ist. Muss man so sagen, ist immer noch ein DLC, aber gut, das heißt bei Ark eigentlich gar nichts. Die hauen ja nochmal auch nicht rein. Also ich wäre ja für Fertile Lake 1. Fertile Lake, wo war's denn? Das ist das erste. Ach, das oder erste, das zweite. Ja, quasi. Da kann man machen. Machen wir 1. Okay. 3, 2, 1, go. Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Oh, sehr okay. Schick. Ist ein Wald. Ja. Oh, sieht mal ganz anders aus als in Ark Normal. Ja, das ist alter Schwede. Boah. Alter. Okay. Ja. So ein Urwaldcharakter hat's, aber mit, keine Ahnung, übergroßen Dingern. What? Was ist da im Wasser? Pilzen. Alter. Ja. Die haben wir noch im Trailer gesehen, die Spinne. Die hat doch irgendwie nicht so geil geschaut. Ich weiß nicht. Also die springt da über dem Wasser rum und dann wieder ins Wasser. Aber wenn du die ich siehst, bin auf 22, 32. Warte mal, bei mir lädt die Karte. So, ich bin... Ja, 22, 32. Er müsste auch in der Nähe sein eigentlich. Wo bist du? Ich geh mal runter zum Wasser. Ja, oh, da ist ein Spino. Echt? Oh, da ist nochmal so eine Spinne, die Gift, oh, die grün ist. So ein Gift rum, oder wie so ein Alpha, nur grün. Oh Gott, da müssen wir aufpassen. Ah, das Spino, ich sehe ein Spino, ja. Ja, siehst du ihn? Ja, ist der so rechts von mir. Ich dachte, mal ich habe was gehört. Nee, das bist du nicht gewesen. Ja, ich gehe mal Richtung Spino. Ist der, alles du bist klar. Rechts von ihm oder links von ihm? Rechts von ihm, ich bin jetzt eigentlich auf der Höhe von der Spinne. Ah, auf der Höhe? Spinne. Hä, bin ich auch? So. Ich bin jetzt direkt am Strand und loote gerade Pilze. Schau mal die ersten. Ah, da hinten, ich sehe dich, ja. Ich sehe dich, ich komme zu dir. Ich loote das. Fang ich mal weiter einfach. Ja, ich komme zu dir erstmal und lade dich auch in den Stamm ein. Dann sehen wir uns. So. Hallo. Der Tiger, guten Tag. Guten Tag. So, perfekt. Gut. Ich kann schon leveln. Hey, man kann Pilze looten. Ist ja lustig. Ja, guck mal, der Inventar. Das sind die Gebüsche, ne? Ja. Auric Pilz, Agrar. Agaravik-Pilz? Ist ja lustig. Auric. Okay. Aquatik. Gut, ist die Frage. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Leben. Ja, obwohl ich schon wieder, Alter, wir haben schon 5 Level. Ja, was hast du da eingestellt? Ja, und wir haben auch ein bisschen höhere Startwerte. Wir haben 10-fach XP auf unserem Server. 10-mal, was war das? Zähmen und 5-mal mehr Ernte. Und ihr könnt auf dem normalen The Island oder auf dem Ark Aberration Server auch mitspielen. Der ist unten in der Videobeschreibung, der Link. Genau. So, also Speer, Stein, Axt, Lagerfeuer brauche ich. Gibt's da irgendwas Spezielles? Ich glaube nicht, ne? Also es gibt schon Spezielles, aber... Es gibt bestimmt spezielle Items, weil manches da, wo wir drüben waren, können wir ja Gott gar nicht bauen oder andere Sachen. Hier zum Beispiel kommt auch Pilzholz raus. Also ich hau gerade auf die Pilze ein. Echt? Ja, es kommt Pilzholz raus. Ich gehe mal aus, es wird ganz normal funktionieren. Mit Pilzholz, ja. Das wird als Holz erkannt, ja, logischerweise. Damit die schönen Sachen. Apropos. Ah ja, weil das Pilzbäume sind. Wahrscheinlich gibt es dann Pilzbäume und normale Bäume. Ja, obwohl, ist ja lustig. Ich gibt's hier sowas gar nicht. So, eigentlich so grundsätzlich sind die Prinzipien gleich, und andere Designs und ganz andere Welt hier. Und es gibt, sieht man zum Beispiel hier bei mir zum Beispiel, das kann man zum Beispiel nur in Scorched Earth lernen. Und manche sind ja gleich global einfach. Ja genau. Also, so wie auch Scorched Earth war es genauso. Ja. Wahrscheinlich gibt es dann welche, die sind für Aberration. Aber das werden wir alles herausfinden. Wir wollen nämlich ein bisschen ja auch uns das anschauen. Wir haben noch nichts groß gesehen von dem Spiel. Nur ein Trailer. Und haben uns gedacht,
Umso lustiger, wenn wir dann direkt reinstarten. Ohne Vorahnung. Besonders für die Leute, die das frisch anfangen wollen. Und jetzt vielleicht noch nicht so arg forciert sind. Gut. Ich bin überlegen. Was ist die Frage denn eigentlich jetzt zum Skillen? Ja, vom Leben, Gesundheit, ein bisschen Bewegung und Gewicht. Ah, also gut, die ganz normalen Büschen geben halt ganz normale Items, wie ich gerade. Ganz normale? Ja, ja gut, Meo-Berries. Ah, ja. Bären und so. Zumindest erst Versorgung ein bisschen zu haben. Oh, ich bin ja gespannt auf die Tiere, ne? Eieiei. Wir können ja rein theoretisch schon irgendwo eine kleine Hütte bauen, weil wir haben Stroh. Ja, zumindest ein Fundament, damit wir darauf dann was craften Alter, können. Alter, das ist so krass, das ist Metall, oder so, also dieses Gebilde gebaut. Oh ja, das sehe ich erst jetzt. Oh, halt drauf einhauen, ja, mal gucken. Und es hat ein Loch oben. Nein, geht nicht. Kaputt. Nee, da kann man glaube ich nichts machen. Also was wir gesehen haben, was wir vermuten, dass wir auf einem anderen Planeten sind, also wie Island, dass es nicht die gleiche ist, das hat man irgendwie so gesehen mal. Und guck mal gerade in die Richtung, wo ich jetzt ausschaue, da oben leuchtet es so wie so ein Höhleneingang oben. Auch. Ah ja. Ja, genau, ja. Da kann auch was sein. Ich glaube, das ist wie so ein Dungeon dann auch. Ja. Teilweise. Ich glaube, das ist sehr viel mit Dungeon. Also ich glaube, das hat um einiges mehr zu tun. Also Ark. Oh, da hinten ist die Spinne, die haut auf irgendwas. Ja, ich gehe mal wieder raus. Ja. Wollen wir erstmal landeinwärts ein bisschen vielleicht gehen? Ja, gute Idee. Aber da müssen wir auch auf Tiere aufpassen. Ich würde direkt mal einen Speer machen, Felix. Ich wollte sagen, ja. Und die dann ausrüsten. Holz. Brauchen wir. Bitte. Ich brauche noch ein bisschen Feuerstein. Haben wir einen Stein? Habe ich noch keine Axt gemacht? Anscheinend nicht. Dann brauche ich noch ein bisschen Stroh. Warte, ich nehme du den. Achso. Feuerstein brauchst du, glaube ich, noch. Ja, das habe ich schon. Okay. Ah ja, ich bin ja mal gespannt. Und Holz brauche ich auch noch. Ja, hauen wir einfach ein bisschen weiter noch. So. Jetzt. Und ein Speer. Okay. Ah, jetzt habe ich zwei davon. Egal. Gut. Dann ja, gut, bin ich soweit. Puh, ich muss mal kurz gucken, also ein paar Speere mir vielleicht noch mache. Holz bräuchte ich noch. Stimmt, ein paar mehr ist gut, weil wir wissen ja, die brechen, die Dinger. Ja, ich würde sie auch meistens eher werfen, dann machen sie gleich mehr Schaden. Du kannst. Ja, gibt zwar mehr Schaden, aber bis du dann wieder was ausgerüstet hast, dauert's, ne? Ja gut, du kannst ja mehr auf einen Schluck tun, ne? So, okay. So. Ich glaube, da habe ich mehr als genügend. Quasi sind hier auch so ein bisschen dann die Pilze andere Blumen, ne? Weil dadurch hast du natürlich auch andere Möglichkeiten. Andere Ressourcen, ja. Wahrscheinlich kann man auch Pilze dann pflanzen, so Riesenpilze. wenn man mal wahrscheinlich die Gärten dafür hat. Weil Arke ist ja da auch schon sehr, sehr vorbildlich geworden. Und der Felix hat mir gestern mal im Trailer schon gesagt. Ja, du kannst jetzt mal sagen, was du gesagt hast über Ark im Vergleich zu anderen Spielemachern. Für die Entwicklung. Ja, was halt extrem krass ist, können sie eigentlich viele Entwickler in den Scheid abschneiden. Ihr Ark-Spiele entwickeln in der kürzester Zeit. Die haben ja Dark and Light, das haben wir ja auch mal kurze Zeit gespielt, entwickelt haben. Dann haben die Ark entwickelt, plus noch die ganzen DLCs dazu. Was schon eine krasse Leistung ist. Eins, was ein bisschen aufgefallen ist, was halt dann leider vernachlässigt oder auch kann sein an der Community liegen, dass Bugs leider nicht ganz so reported werden oder halt einfach nicht aufgenommen werden oder sie beheben es dann nicht. Das wissen wir leider natürlich nicht. Bei uns jetzt in Ark, nach den vielen, wo wir damals gespielt haben, das letzte Zocken wieder im Ark, sind so einige Bugs noch aufgefallen, die eigentlich lang gefixt hätten können, ja. Ja, oh, schau mal. Aber das Inhalte dazu kommen, ist halt krass. Ist das aus dem Trailer? Ja, das ist aus dem Trailer. Oh nein. Du musst Bulldog. Oh Mann, ich kann nicht laufen, weil ich gerade noch crafte. Du craftest die ganze Zeit, was craftest du denn? Ja, noch Speere. Speere. Ach so, Speere. Lauter Speere. Ich habe 6 Speere, das reicht mir. Nee, das schau mal, wie süß der ist. Alter, schaut das geil aus. Warte mal, wie kann man zähmen? Ja, den müssen wir zähmen. Lege Nahrung. Daniel. Hä? Was ist hier los? Ist das die Mama? Was, die Mama, was? Oder ist es die Mama von dem Viech? Ich weiß es nicht. Alter, wenn das anläuft. Hä? Da ist irgendwas rausgeploppt. Wo, was? Da aus dem Boden. Holz. Hä? Hä, das ist ein Erdbeben. Ja, aber... Doch, hier, da droppt mir immer wieder was. Das Holz. Ja, der Baum verliert Holz. Ach, der schüttelt. Geh mal hier nach links. Ja? Hier, die Steine wackeln. Schau dir mal die Steine an. Oder bröckeln die nur ab? Nee, die bröckeln nur. Was ist das? Hä? Ja, guck mal, die Kristalle. Warte mal, ich baue mal die Kristalle ab. Ja, aber die waren doch schon davor. Crystals. Ja. Das ist ganz mal Crystal. Lol. Echt? Hier unten. Ist ja geil. Und Edelsteine kriegt man. Grüne Edelsteine, ja. Warte mal, wir brauchen... Ich bin Erdbeben. Voll. Ist ja lustig. Ich gehe mal direkt auf Gewicht.
Ja. Skill. So. Also. Ist es ortsabhängig oder ist es einfach random? Ich glaube, das ist die ganze Erde. Ja, ein bisschen bebt. Das ist ja richtig. Ich dachte schon, es kommt so ein Riesenviech von diesem Bulbtalk. Alter, Junge, das ist richtig krass. Und wie groß das, hätte sein müssen. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, der was wir auch skillen, ne? Ich würde sagen, wir spezialisieren uns so ein bisschen. Mhm. Also, ein paar Sachen braucht ja jeder, aber. Ja. Gut, ich würde sagen, das Ganze. Ja, Fundament aus Holz, das ganze Zeug brauchen wir beide, weil wenn wir ein Haus bauen, dann können wir eigentlich gleich irgendwo uns einen Ort suchen, wo wir dann unser Haus bauen werden. Lege die Nahrung der letzten Slots aus dem Zähmer. Okay, der will, glaube ich, Fleisch. Ja, die Frage ist... Oder Pilze, habe ich die Pilze? Schau mal, willst du Pilze, Kleiner? Nee, also, das will er auch nicht. Der leuchtet ein bisschen, wir haben, der ist so süß. Der ist voll süß, ja. Oder ich lege mal Steine, der bestimmt wieder was Besonderes, aber kann ich nicht. Dem ist nie zu dunkel. Oh. Ich glaube, dem. Der, also aber der komm, will irgendwas anderes. Gehen wir mal weiter. Ja. Wir finden davon noch mehr. Schauen wir mal, was wir jetzt erstmal hier alles entdecken. Da hinten fliegt irgendwas. Wo bist du? Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Grizzly. Gehen wir mal. Du bist, das ist ein Stego hinten und hier ist die Giraffe. Guck mal, die Biene. Ja, was ist das? Die kommt auf uns. Nee, doch nicht. Ich glaube, die ist aber nicht so schlimm. Ja, das ist ein Glühwürmchen, glaube ich. Ich finde es so krass, wie das da zerfallen ausschaut, Alter. Das ist ja wie, als wäre hier ein Raumschiff aufgestürzt. Charge 500, Crowbug. Was, Glowbug? Ach, die hat eine Ladung. Kann man die verwenden für Strom oder was? Da steht irgendwas hinten, wo du... Lege eine Batterie in ihr Inventar, um sie zu laden. Wie das geil. Das sind diese Viecher, die Energie haben. Ja, das ist okay. Du musst aber es gibt mittlerweile auch sowas wie Elektroschocker in Ark. Das habe ich schon gesehen, ja. Echt? Aber mit Elektroschocker, so richtig, so wie aus Jurassic Park quasi. Ah, okay. Diese Riesen-Elektroschocker, mit dem man Dinos angreift. Die gibt's ja auch. Ist das ein Bienenstock, oder? Ist das ein Bienenstock hier? Ich glaube ja. Felix sammeln. Kann man das? Oder? Oh, Felix! Okay. Ja, nee, aber dann kommen die Viecher nicht raus. Nee, ich mach's nicht, okay. Honig sammeln kann man. Kann man, tu mal, sollte man. Raptor, gehen wir. Drei Raptoren, komm mit. Wir gehen hoch. Ja, wo bist du? Rechts lang. Ja, ich komm. Richtung Grizzly, an dem wir vorbei. Ja. Hallo Stegos. Na, es gibt Tiere, von denen sollten wir uns erstmal fernhalten. Aber die Frage ist, was heißt landeinwärts? Ist das alles? Ich glaube, kann man hier überhaupt raus? Da geht's nicht weiter. Nee, nicht wirklich, ne? Weil ich glaube oben, ich weiß nicht, das ist wie so eine Kuppel. Ja. Vielleicht sind es so Ebenen und es geht immer weiter hoch und ganz oben ist die schwierigste Ebene. Ja. Das könnte sein. So, jetzt bin ich zu voll, ich muss irgendwas schon mal ein bisschen wegschmeißen. Ein bisschen Holz mal. Jetzt ist die Frage, aber wo wollen wir jetzt anfangen zu bauen, weil ich würde dann irgendwo bauen. Ja. Damit wir da unsere Mörserstöße machen können, unsere Sachen craften können. Wir wissen halt, wie was sicher ist oder so, aber wir können nicht jetzt vielleicht am Rande an einem Felsen bauen. Was ist das hier? Ach, das sind wieder die Pilze. Ja, entweder das oder auf einem Weg hier. Ja. Ich würde es abseits. Ich bin gerade hier reingelaufen, oder? Ich komme gerade nochmal zurück. Ist hier ein Glühwürmchen? Ja, wo bist du jetzt hin? Oh, da ist so ein Mini-Viech. Ich bin einfach nur ein bisschen weitergelaufen. Okay. Den Berg hoch. Da ist so ein Lystrosaurus, aber den gibt's auch so. Warte. Hier ist so ein. Was ist das? Ja, so eine Art Torwand oder. Ding. Torbereich, da könnten wir bauen. Da ist ein bisschen Gras drumrum, da könnten wir. Da sind auch Dodos. Was? Ich bin halluziniert. Ich glaube, ich sehe dich. Klar. Felix, wo bist du? Hinter dir. Viel weiter hinten. Ich sehe alles in so gelben Schwarm. Wie geil, ich sehe das von außen richtig weit. Ah, wenn man durchs Tor läuft, oder wie? Nee, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, da war... Doch, durchs Tor. Lauf durchs Tor. Was? Voll krass. Okay. Lol. Ach du Scheiße. Oh, das betäubt auch ein bisschen. Und ich krieg keine Luft. Ich muss kotzen. Das kommt mir so aus. Wir gehen da so, nicht nochmal durchs Tor. Pass auf. Das zieht mir richtig viel Leben. Ja, ich bin Lowlife, das habe ich gar nicht gemerkt. Ups. Man kriegt keine Luft. Ja. Das ist heftig. Das war eine tolle Idee. Man muss ja ein bisschen ausprobieren. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt schon mal Bäume fällen. Komm, mal, gehen wir noch hier hin. Bäume, die gehen nicht, ne? Bauen wir doch hier, schau mal. Obwohl, weiß nicht, ob das Tor so gut ist. Da zum Tor wieder. Ich will da jetzt nicht wieder durchlaufen, ne? Ja. Gilt es hier auch? Lauf du lieber nochmal durch. Nein, danke.
Bauen wir doch hier in der Nähe. Ich weiß nicht, ob der Tor was rauskommen könnte, aber sonst können wir doch hier auch bauen. Ja? Okay, ja, machen wir. Dann müssen wir nur jetzt Bäume fällen. Kann man da durchlaufen, ohne halluziniert zu werden? Ja. Lauf mal du vor, bitte. Ich hab Angst. Ja. Ah, das ist nur am Rand dann. Okay. Ja, dann fällen wir ein paar Bäume und bauen dann direkt mal Fundament aus. Hier, schau, ich hätte gesagt, hier eine Felswand vielleicht. Da. Hier Moment. An der Wand. Hier auf der Fläche können wir vielleicht gut bauen. Wir wissen sowieso nicht, was gut oder schlecht ist, also würde ich sagen einfach, dass wir hier auf der Fläche bauen. Ja, wenn das wirklich so sein sollte, dass man irgendwie aufsteigt oder man hochgehen kann, keine Ahnung, dann sehen wir das ja so eh. Ja, oder willst du, also wo willst du jetzt bauen? Hier oder da drüben? An der Felswand, wo bist du? Da, guck da, wo ich hingucke, ich kann nur gerade bewegen. Ah, warte, dann bauen wir da mal direkt ein Fundament. Vielleicht ein bisschen Abstand, dass man auf der Ebene bleibt, auf der gleichen Ebene. Also ungefähr hier? Ja. Ich habe jetzt eins gebaut. So. Bisschen Wasser geskillt. Gut, und dann bauen wir da unser Haus. Was? Ich bin wieder halluziniert. Hä? Oh shit. Das ist jetzt schon wieder gemacht. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich werde das vielleicht nicht überleben, Felix. Nein. 7 Sekunden, 6, 5, 4, 3, ich bin tot. Scheiße. Hä? Wodurch das? Hätte ich mal das Handbuch zu Aberration durchlesen sollen, hä? Ach. Handbücher, man kennt es, man hat sie und schmeißt sie. Ja, man braucht sie nicht. Besonders Mann braucht sie nicht. Lesen wir doch kein Handbuch durch. Ja, ich bin nicht so sicher, ob es so schlau ist, da zu bauen an dem Tor. Ja, vielleicht crafte ich mal die Sachen, wir verpieseln uns hier lieber woanders hin. Ja, so in etwa. Ich komme jetzt wieder zu dir. Oh, da ist ein Alpha. Da brennt irgendwas, also so ein Viech. Ja, oder auch auf... Für die Leute, die es nicht wissen, Alphas sind halt Alphatiere, wie der Name schon sagt, aber die sind meist mit einem roten Schwarm umgeben oder selber auch rot. Und die Dinger sind heftig stark. Ja, normalerweise. Kann ich nicht unterschätzen. Ja, so. Felix wollte mal einen zähmen, dann haben wir blutig herausfinden müssen, dass das gar nicht geht. Ja, das wussten wir natürlich erst, nachdem wir es versucht haben. Ich dachte, das ist was Besonderes, muss man zählen, das ist toll. Ja, muss man zählen, braucht man natürlich. Bisschen rausgefunden, das kann man gar nicht zählen, abgesehen davon. Ja, war doch, das wo liegt meine Leiche, weißt du das? Leider weiß ich nicht, wo du gestorben bist. Ah, aber wir können ja irgendwo hier. Da war ein bisschen... Hast du das rausgeschmissen? Da liegt sie hier bei mir. Ah, bei dir? Ja, ich komme zu dir. Hallo, guten Tag. Ja, nehme ich. Oh, ich lieg wieder wahnsinnig gut drin. Ja. So, ich nehme bitte alles. So. Vielleicht sollen wir mal die Felsspalte mal lang gehen? Da. Ja, lass das machen. Oh, geht's da weiter? Hm, vielleicht. Dass es sowieso irgendwie höhlenbasiert ist. Hä? Also irgendwie liegt so ein gelber... Ist ja geil. Der gelbe Schleier, den haben auch die Viecher gehabt. Mit dem Charge. Da kam die... da grabt sie was aus. Die Kobolde. Was? Warte mal, nein, ich will nicht. Warte mal. Komm her, töten? Du! Ja, komm, das töten. Ah, zack! Gib ihm! Ich könnte mal gleich was. What the? Rennen! Okay, entscheiden wir uns. Ich glaub keine. Doch, ich kann noch rennen. Oh, der ist viel größer geworden. Ja. Gute Idee, Leute. Kämpfen wir gegen den. Wir haben schon immer gesagt, rote Sachen sind immer gut, ne? Ja, rote Sachen, nee. Lieber nicht. Was? Ja, ich immer keine Ahnung, wie stark der ist. Ah, nee. Doch, nee, lieber nicht. Hallo Schaf, wie geht's dir? Das Schaf soll uns schützen. Kann man auch. Das kann man wird immer kleiner. Nee, ich dachte immer. Ich weiß nicht, vielleicht wird er wieder größer. Jetzt Level 3, komm. Ja, gut, Angriff. Aber wir machen den kaum Schaden. Das ist ein zweiter. Ich bin tot. Und ich bin tot. Ach du Scheiße. Ich renne mal lieber, ne? Ich würde es dir auch empfehlen, ja. Eieiei. Und da hinten ist eine Pflanze gerade gewesen. So eine, die zubeißt, habe ich gerade gesehen. Ja. Also, wir merken, das beginnt schon mal sehr gut. Ich verstehe das nicht. Da graben sich dann immer mehr aus in dieser Höhle. Gibt's da also irgendwas Besonderes? Merkt man schon mal, Höhlen sollten wir nicht betreten. Nee, lieber mal nicht. Für den Anfang noch nicht. Hier bin ich. Ah, okay. Renn lieber. Ich glaube, das Ding verfolgt mich noch. Warte. Nee, ich glaube doch nicht. Gehen wir doch runterwärts mal. Machen wir das. Vorsicht, da ist dieses rote Viech. Ah, gut, dann gehen wir außen rum. Und das hier ist das Easiest. Nee, Easy. Nicht mehr Easiest. Aber Easy. Wahrscheinlich bei dem Easiest gäbe es solche Tiere nicht. Aber ist ja ganz gut, so machen wir die Erfahrung, wenn wir noch nicht so viel Materialien dabei haben. Ich würde gerne mal zu diesem blauen leuchtenden Teil hingehen, aber das sind glaube ich die Raptoren und das sind die Raptoren. Gehen wir uns lieber außen rum. Wie viele Crystals hier einfach sind.
Kann ich gar nicht abbauen oder irgendwas? Du, da ist links irgendein Viech, das schaut gefährlich aus. Nein. Nicht? Level 240, was hast du eingestellt? 400? 400 wieder, ist Max, ja. Ah, okay. Eieiei. Ei, ei. Die kann man auch noch nicht farmen. Schlimm, was, ich kann was nicht macht der? Hä? Hat der. Hä? Was hat der gemacht? Schau dir das an. Der hat den ganzen Boden hier kaputt gemacht. Ja, wirklich. Und, oder hat den so einen ganzen Haufen Crystals gegessen? Nee. Wahrscheinlich. Hä? Schau mal, das ist so ein Riesenratte ist das. Schau mal auf das Gesicht. Ja, stimmt. So ein Nacktmolch ist es so. Ja? Riesennacktmolch. Roll Red, ja, das ist ja der Name. Sehe ich jetzt. Okay, ja, weiter geht's. Ich glaube, wir gehen beim Wasser entlang, in Richtung Spine nochmal. Ich glaube, wir bleiben in dem Easy oder Easy Gegend vielleicht. Ja. Komm hier vor. Achso, Skorpion, Skorpion! Ja, der ist nicht so. Ist der schnell? Der ist so. Der ist nicht schnell, oder? Der lauft vorbei. Ja, er rennt dir hinterher, sehr gut. Sehr gut. Dann. Wo rennst du hin? Ah, genau, du rennst runter, okay. Ich würde sagen, am Wasser zu bauen ist das einfachste. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Ist halt voll in der Spawn-Gegend, aber das macht ja nichts. Ja, weiß nicht, ob das Wasser auch nicht das Beste ist. Oh, hallo Skorpion. Geh mal weiter. Gute Idee. Einfach weitergehen, einfach weiter. Ja, gehen wir mal da lang weiter. Meine, wir müssen jetzt nur irgendwie da hochkommen, oder wir schwimmen außen rum. Ja, mach mal, viel Spaß beim beim Spino. Ja, der wird uns herzlich willkommen heißen hier. Das sind wieder Bienenstöcke, also wir sind hier auch sehr viele Bienenstöcke hier. Ja. Also das ist, die Welt ist natürlich ganz andere nochmal. Ja, auf jeden Fall. Lass uns hier bauen. Hier? Ja, hier ist schön Licht. Bei den Crystals. Ja. Also ungefähr hier, weil sonst spawnen die Crystals nicht mehr. Ja. Lass hier bauen bei dem Bienenstock. Ja. Sehr gute Idee, Daniel. Ich sehe schon kommen, wie das wieder endet. Zack, hier, ich setze den Grundstein für unser Gebäude. Ah, da ist wieder das süße Ding, schau mal. Oh. Hallo. Wir haben kein Fleisch, ne? Der ist aber rot. Warum ist der rot jetzt? Der rennt und hat eine rote Leuchte. Heißt das Alarm? Vielleicht. Vielleicht ist das eine Sirene für uns. Ja. Oh, Gott, der haut schnell ab. Voll süß, das Viech. Egal, gehen wir mal Bäume fällen. Ja, ich brauche erstmal Stein wieder. So. Oh ja, da liegt ein toter Kanu. Ja, dann könnte das womöglich. Aber den können wir eigentlich. Warum kann ich nehmen? Keinen Stein looten? Da ist niemand in der Nähe, den nehme ich mir. Hoffentlich ist der tot und schläft noch nicht. Hier liegt überall Steine, wo ich kann es aber. Nee, der ist tot. Aberrant Carnotaurus. Die sind wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich nochmal spezielle Sachen. Also die haben auch schon einen speziellen Skin, wie ich sehe. Nee? Das ist ein Ei. Gut, da haben wir schon mal Fleisch. Probier das mal aus, ob du den kleinen Zeh kannst. Ob der Fleisch möchte. Ich habe sogar ein Filet. So, also. Wo ist der? Ah, da hinten. Der hat wieder auf normal geschaltet, glaube ich. Ne? Jetzt läuft es wieder langsam. Oh, der ist so süß. So, der Wahnsinn. Ich einmal das wieder herstellen. Ah, ne, hier. Brauche den hier. Ja, so. Hallo, Bulldog. Bitteschön. Oh, wie süß. Mag er das? Ja, mag er. Ich mag Fleisch auch. Er hat schon 18% Zähmung. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis er wieder hungrig ist. Ja, gut, dauert wahrscheinlich nicht so lang. Weiblich Level 20. Oh, das Ding ist so süß. Nee, ich glaube, die weiblichen haben rote Leuchte und die männlichen weiße. Okay. Also er hat also immer noch rote Leuchte. Ja. Könnte ich mir jetzt als Erklärung vorstellen, weil jetzt ist er wieder im Normalmodus und hat immer noch rot. Ja, vielleicht. Ach, du baust direkt Holz? Ist ein Bäume? Ja, gut, dann. Ja, warum nicht? Ja, klar, nee, ist sowieso besser. Im Prinzip. Dann würde ich doch mal den Baum das auch mal. Da muss ich das noch schnell skillen. Bei mir. Holz. Holzdach, Holzwand, Fundamente. So, Holzschild und das Käfig. Das wäre aber vielleicht auch praktisch ein Schild zu craften. Vielleicht für den Anfang auch, dass man besser geschützt ist. Ist ja eigentlich nicht teuer. Mhm. Du hast doch bestimmt Leder bekommen, von denen du gemacht hast, oder? Ja, hab ich. Dann könntest du uns zwei Schilder mal craften. Dann kann man die uns zumindest Holzschilde? Ja. Ich glaube, besser ist gar kein Schild. Ich würde mal auch ein bisschen Holz farmen gehen. Schau mal, Schild. Pilz, hier, Holzschild. Ja, kann ich machen. Jetzt, das brauchen wir auch. Der schaut aber an sich echt richtig geil hier aus. Richtig so, keine Ahnung, so, wie so bei Dark and Light, so, wie soll man sagen, fantasievoll.
Ja, ja, generell die ganzen Tiere. Die haben einen Anstrich bekommen quasi. Ja. Also Holzschild willst du haben, kriegst du. Fundament. Dann bräuchten wir ein paar Fundamente noch. Ja, Holz. Ja, wir brauchen noch deutlich mehr Fundamente. Ich würde sagen, nur nicht zu groß bauen. Nur ja, so halt. So 6x6, nee, 3x3 mal nicht so. Ja, 3x3, sowas. So. Weil mit dem Bären müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, prinzipiell, wenn man nicht zu nahe kommt, ist er auch nicht feindlich gesinnt. Na, eigentlich. Eigentlich ist es gut, ja. Dann finden wir da. Okay. Jawohl! Sehr gut. Hier. Gut. So, ich hab die Schilde. Ah, gut, oder ich komme mal zu dir. Ja, ich geb dir eins. Bitteschön! Danke. Sehr schön, das ziehe ich dann mal in meine Nebenhand. Und mal so in der Hand auch immer. Und mit rechts kann man sogar sich dann verteidigen. Cool, das schaut geil aus. Ah ja. Richtig gutes Schild. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Haus und das Tier weiter in der nächsten Folge, oder? Jo. Alles klar. Und doch ein bisschen was gefunden, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt endlich mal einen Ort, wo wir bauen. Oh, der Bär. Und wir haben einen Ort und wir haben auch noch einen halbwegs sicheren Platz. Ja. Und ihr schon ein bisschen was erkundet. Gute Start auf jeden Fall schon mal. Ja. Oh, es ist wieder Erdbeben. Ja. Ich glaube, dann sollten wir uns schnell verabschieden auf jeden Fall. Ja, und bis zum nächsten Mal dann wieder. Jo. Ciao. Bis dann.